Ich denke nochmal heute an dich. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Und ich halte jetzt gerade die Kamera, das Handy in deine Richtung. Ja, es ist wunderschön, an dich zu denken und an Menschen, die ich liebe. Ja, ich habe immer noch ein sehr starkes Kohärenzgefühl, ja, wenn ich an die Menschen denke, die mir gut getan haben. Was du mit deinem Brief ausgelöst hast bei mir, das kann ich dir nicht sagen. Oder doch, ja, es hat mich glücklich gemacht. Noch nie hat mich ein Mensch so positiv gesehen wie du und so objektiv gesagt, du weißt gar nicht, was in dir steckt. Ja, du hast gesagt, wir werden uns eines Tages wiedersehen. Ich denke mal, auf jeden Fall in 10, 20 Jahren, wenn du mit deiner Reife abgeschlossen bist oder hast, ja, wenn du deinen Weg beschritten hast und sowas, ja. Und ja, wenn du dich dann an mich erinnerst, und da bin ich felsenfest der Meinung, dass du mich auch nicht als Mensch vergisst, ja, so, und ich kann es gar nicht. Ich lese jeden Tag deinen Brief, ich werde dich vermissen. Und das denke ich auch, ja, und das kommt immer wieder, die Erinnerung. Ja, du hast sehr gut geschrieben, hast geschrieben, dass du Sprachbarriere hast, das glaube ich nicht. Und wenn du kommst, bin ich felsenfest der Meinung, dass wir uns perfekt und sehr gut verstehen. Ja, den Hermann und den Hesse, den hatte ich dazugeklebt. Also von dem her, der Stein des Weisen, der deckt alles und das auch zu. Jo, mehr gibt es nicht zu sagen. Und jetzt noch einen Gruß von dem kleinen Elch. Bis bald. So glaube ich und ganz fest daran.